Herzlich willkommen zu einer Feuerkarte auf dem Marsch 1.2. Ich wünsche allen einen schönen Sonntag. Danke fürs Reinschauen, danke fürs Abonnieren, danke fürs alles. Dass ihr hier auf dem Kanal mal reinschaut. Bei Anregungen, Kritik und dergleichen einfach mal kommentieren. Ich werde das so weit wie möglich bearbeiten und beachten und darauf eingehen. Ja, das soll ja allen Spaß machen. Habt ihr Fragen? Einfach mal reinstellen. Was ich dann auch beantworten werde, im Regelfall schriftlich. Im Normalfall kann es auch im Video machen. Aber da ich ein bisschen voraus aufnehme, geht es schneller, wenn ich das gleich schriftlich mache. Im Normalfall am selben Tag. Vielleicht vorweg, das ist Weihnachten, Neujahr, werde ich wahrscheinlich nicht zu Hause sein. Da werde ich auf Kommentare nicht reagieren können, weil bei mir zu Hause Internet ganz schlecht ist, meine Heimat. Und da, wenn ich von Smartphone aus reingehe, ich kann zwar Daumen hoch machen, aber kommentieren, also Antwort kann ich nicht. Also, ich habe es mal probiert, ich habe es nicht hinbekommen. Na, ist guter, dass ich gerade denke. Ich werde nochmal einen Treiber aktualisieren von anderen Rechnern für Smartphone, dass es da online gehen kann. Dann kann es vielleicht klappen. Weil da hatte ich ja das Problem gehabt. In einem Jahr, dass im Prinzip das Handy wollte einfach oder das PC wollte einen Treiber haben. Ich konnte nicht online gehen. Also das war ja irgendwie den witzlos. Also muss ich jetzt im Prinzip nicht dran denken und das hier im Prinzip vorher machen. Ne? So, die Geräte werde ich mal hier abstellen. Beim Forst, das reicht. Dann fahren wir nicht zum Hof zurück. Das stellen wir hier hin. Gleich hier rechts. Da dürfte uns keinen stören, normalerweise. Das machen wir so nicht. So, da haben wir es hingelegt. Ich hoffe, das hat nicht wieder festgepackt. Also immer noch Gras gesammelt, das ist ganz gut. Und jetzt haben wir 3:45 im Spiel, das heißt, ja, der morgige Tag kommt bald und dann schauen wir mal, ob da irgendwas anliegt, was wir ernten können. Wir werden jetzt ein bisschen Holz sammeln, Holz fällen. Den stellen wir hier mal so hin. Anhängen können wir so nicht. Wo habe ich meine Baumfräse? Ja, schöne Bäumchen. Die erste Reihe ist ein bisschen dicht gepflanzt, aber gut. Es könnte sein, dass die nicht so wachsen. In der Höhe. Aber dann, da werden wir schon eine Lösung finden. Da sehen wir einfach hier raus. Hatte ich ihn abgegeben, gerade den Harvester? Mit Licht und da, achso. Ich glaube, jetzt Miete. Wir müssen hier ein paar Bäume noch fällen. Können wir heute noch machen. Denn das Sägewerk ist zurzeit das einzige Geld, das wir haben. Jetzt mal so Holz.
Ja, Holz machen und Gras reinfahren, Heuler. Also in die Heuparkung. Weil wir ihnen angesagt war. Also da sind so schön in die Heuparkung. Ob wir genug Heu haben für die Rinder, wenn wir jetzt genug, irgendwann genug Geld verdient haben, kommen wir dann hinzu. Okay. Das ist nicht gut. Dann haben wir noch mal kurz sehen, nachkommen. Da habe ich über festgefahren. Das ist nicht schön. Ja, der Baum ist so schön. Aber das ist halt so, ne? Das Ball ist halt da. Die Welt hat sich ganz richtig aufgenommen. Das ist nicht schön. Hast du den Kurs mit der neuen Version geändert? Verschieben, ne? Ja, jetzt scheint zu passen. Fahren wir kurz mit. Beziehungsweise wir gehen gleich mal zum Hof. Denn hier hat er schon gut geschafft. Und den Rest. Gehen wir mal zum Hof. Was die so schön sagt. Was wir schon haben. Tja, ein bisschen was drinnen, noch nicht mal naja, halb voll, da fehlt noch ein bisschen was. Wie geht's an unseren Schweinen? Haben die genug Wasser? Wasser ist A und O. Futterhäuser wollen wir nicht fehlen. Da scheinen wir mal in die Mühe reinschauen, ne? Macht's ja ein bisschen besser und leichter. Mal schauen, was unser Mais macht. So, Schweinestall, das passt soweit alles. Futter ist da, Mais, Wasser auch. Nochmal 1 Kühe, die haben genug Wasser. Futter, könnte ein bisschen reinmachen. Ja, Futter machen wir rein. Dann kriegen die Futter. Jetzt können wir auch Heu geben, theoretisch. So, wir haben einen Traktor gehabt hier, da hinten haben wir einen. Tamu. Naja, ein bisschen brauchen wir noch. Also wir haben jetzt im Frühjahr gekauft. Die ersten Kühe im Frühjahr. Und das andere, das dauert noch ein bisschen. Also ich glaube 0,7 fand er mal. Das heißt im Winter. Haben wir unsere ersten Kälber, die kommen an einen Fall rein. Und das wären dann unsere männlichen Tiere und die Masttiere. Und die weiblichen Tiere kommen wir wieder zurück irgendwann, in den größeren Land. Jetzt ein dreiviertel Jahr ungefähr. Ja, Futter für die Kühe, richtig. Also hier können wir noch viel machen. Wir können ja hier das Futter noch ein bisschen anpassen. Entsprechend der Voraussetzung, dass Tiere, die jetzt trocken sind, anders Futter brauchen wie Tiere, die jetzt Milch geben. Zum Beispiel der Option. Thank you.
bremsen. Man kann es jetzt wieder rausholen. Das hat er ja erzählt. Ja, genau, gestern. Das wäre für mich persönlich nicht so wichtig, das wieder rauszuholen. Aber wenn man theoretisch noch Strom brauchen würde, man hätte ja nichts mehr, dann könnte man natürlich was rausholen. Ja. Wäre eine Option. Wo ist bei Futter nicht ganz so tragisch, man kann es immer kaufen. Ne? Und beim Händler kann man immer Stroh kaufen. Oder Heu oder Silage, das ist nicht ganz so dramatisch. Bei anderen Sachen kann man sagen, okay, ich vertan, brauche weniger Mehl, ich brauche mehr für Bier. Dann holt beim Bäcker halt die Teile raus, was auch nicht verarbeitet wurde. Ne? Theoretisch. Jo, das ist schon ein bisschen was reingegangen. Also haben wir eine Ruhe für 2 Tage. Mindestens. Wo ich jeden Tag ein bisschen nachgucke und ein bisschen nachjustieren, also nachgeben an Futter, also nachzugeben, dass die immer genug haben. Im Sommer haben sie auch Gras, das fressen sie von der Weide, man sieht so, dass das hellgrüne, das ist weggefuttert. Kann ich heute nicht fahren. Oh, okay. Alter Rennfahrer, Prozente Schaden geht noch, bei knapp 5% geht. Ja, Wiese vorbereiten zum Düngen. Das heißt, der steht hier noch, Düngersteuer. Ja, ich habe eine Nachricht an euch. Ich habe also TÜV gemacht für Donnerstag geplant. Hinterrad Feder gebrochen. Ich brauche jetzt eine neue. Naja, gut, vor einem Jahr hatte ich vorne gehabt, ich habe hinten. Reparatur könnte man machen, aber egal. Lange mal gucken. Was soll ich jetzt sagen? Wie macht er jetzt den Mist? Ich will mal schauen, ob er mit den Wänden klarkommt. Und wenn das nicht reicht, dann müssen wir nächsten Mal mit 3 Vorgewände arbeiten. In jedem Fall, dass er oben klarkommt. Wieso hat er jetzt alles aufnimmt und vorne nicht? Auch komisch. Meine Ecke hier, das ist klar, dass beim Rumfahren das ist normal. Aber in einer Frage im Gras ist eine hell, ein dunkel. Das eine Gras ist einfach trocken. Wäre eigentlich jetzt bei Getreide erntereif und bei wenn es dunkelgrün ist, ist das nicht erntereif, dann muss das nochmal noch warten. Und das wurde dann mittendrin, da wir im Sommer haben, recht schnell warm und ist das trocken. Es würde aber auch irgendwann Heu werden, ne? Also irgendwann. Wann genau, das weiß ich nicht, aber es ist wahrscheinlich eher morgen. Aber naja, im Prinzip nach Regen angesagt hat, hatte ich mir für entschieden, also nur Urin, dass wir da und dann auch bei
das ist auch Regen, das Bleiprinzip da. Okay, dann machst du doch gleich mal, bevor du da kein Heu hast. Man kann gerade einkaufen, dann würde ich schon mit der Aufregung rüber. Ich wollte es vermeiden, gut gearbeitet. Ja, dann auf den 23 noch entsprechend das machen, einsammeln. 36 ist gut. Das ist schon bedüngt. Tja, und alles andere muss noch gemacht werden. 26 haben wir auch noch. Ja, Mais. Ja, gekeift. Ist aber noch bei 19 aber auch so, ne? Jetzt habe ich eine Hoffnung. Also ich wollte eigentlich noch Mais verkaufen. Das wäre entweder 19, wie nahe ist um die Ecke. 56 wäre ein bisschen weiter weg. Oder 46. Deswegen ist es ziemlich weit. Und die Felder sind nicht klein. 65 gibt es auch noch, ne? Obwohl, ob da auch Mais ist, die andere Frage. Das könnte auch Dings sein, ne? Das ist dann nichts anderes, das ist eher... Gab's nicht. Auch nicht Gerste. Auch kein Roggen. Komisch aus, kein Roggen. Was ist denn dann überhaupt? Sojabohnen. Aha. Gut. Das war alles hinterher eingepflanzt wurde nach den Terminen und Temperatur. So, liebe Schüler, aber das soll es für heute gewesen sein. Danke fürs Reinschauen. Dann sage ich mal Tschüss und bis wieder. Ciao. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Dann sage ich mal Tschüss bis morgen vielleicht. Ne? Tschüss.